wir sind endlich angekommen. Wir wollen heute zum Golden Mount, zum goldenen Tempel hier in Bangkok. Und jetzt sind wir hier gerade in einem Restaurant gekommen. Und dieses Restaurant hier, guck mal, da kann man essen und man hat gleichzeitig einen wunderschönen Blick auf den Golden Mount. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht, weil es viel zu hell ist, aber wir gehen gleich nach oben und dann zeige ich euch das ganz genau. Meine Mama und ich waren eben noch ganz kurz essen gewesen und ich habe gesagt, ein Restaurant, das war eigentlich so eine Mischung aus Restaurant und Garküche und es war super süß, weil es war noch so richtig altmodisch alles. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Golden Mount Bereich angekommen. Es ist wunderschön hier. Wir sind gerade im Eingangsbereich und ich zeige euch mal ein bisschen. Erstmal geht es hier los mit unserem Lehrmeister, mit unserem Buddha. Und hier seht ihr die 12, wie heißt es nochmal? 12 Tierkreiszeichen, gell? Heißt es auf Deutsch. Hier, das kennt ihr bestimmt von diesem asiatischen Tierkreiskalender. Und da seht ihr, guck, Tiger, Häschen. Und wo ist meine Mama? Guck. Meine Mama ist im Jahr des Äpfchens geboren. Und da nebendran bin ich. Toll. Und ich muss sagen, ich freue mich total, denn es ist bestimmt schon ewig lange her, bestimmt schon 7 Jahre her, wo ich das letzte Mal hier war am Golden Mount. Und außerdem liebe ich es einfach, diese Vorstellung, dass wir gleich da hochgehen. Und dann haben wir oben auf dem kleinen Berg, das ist ein künstlich angelegter Berg, haben wir dann nämlich diesen goldenen Jedi. Und von da oben hat man auch einen wunderbaren Blick über ganz Bangkok. So, jetzt habe ich ganz schön viel erklärt, jetzt war ich ganz schöner Schlaumeier, gell? Also, let's go! Leute, Leute, es ist so wunderschön hier, das ist, und wir sind gerade mal im Eingangsbereich, also wir sind jetzt hier gleich in den ersten Treppenstufen und ich muss euch unbedingt zeigen, wie das hier aussieht. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt hier für Bangkok und euch nicht nur Wat Pa Gao, Wat Po und Wat Arun angucken wollt, kommt unbedingt hierher zum Wat Sagat oder Golden Mount Temple. Und jetzt zeige ich euch, wie wunderschön es hier ist. Guck mal, mit dieser kleinen Grotte hier und überall wunderschöne Orchideen zwischen dieser Grotte. Achtung, Achtung, Achtung. Aha, wer ist denn da? Die schönste Orchidee von allen. Und guck, so sind die ersten Treppenstufen nach oben. Wow. Seht euch all diese prächtigen Orchideen an. Und da ist meine Lieblingsorchidee. Wow, das ist wirklich Tropical Paradise Tour. Links und rechts ist man hier umsäumt von diesen wunderschönen Thai-Orchideen. Ich liebe das, ja. Oh je, ich glaube, ich will hier nicht mehr weg. Der Golden Mann. Wow, guck. Guck, und da ist die Göttin des Wassers. Seht ihr das, wie sie da sitzt? Und der Legende nach glauben wir, dass sie ja so ganz, ganz lange Haare hat. Und wenn sie ihre Haare hochgenommen hat, es quasi ausgepresst hat, dann kommt also das ganze Wasser hier aus ihren Haaren heraus und fließt dann hier runter zu diesem wunderbaren Bach, das allen Menschen ernährt. Und guck, überall umsäumt. Wow, seht ihr das, Leute? Das sehe ich ja erst jetzt. Guck mal, hier sind die Liane-Dinger. Die haben hier unten diese rosa Farben. Gell, erst sind sie braun und nach unten hin haben die diese wunderschöne rosa-pinke Farbe. Wahnsinn!
Also ich sag euch, es sind glaube ich ungefähr 300 Treppenstufen, aber da der Weg nach oben hier einfach wunderschön faszinierend ist, kommt es einem überhaupt nicht vor wie 300 Stufen. Oh ja, guck! Und diese Lotusblüten schon. Na, wunderschöne Lotusblüten. Ja, das gehört zum Buddhismus dazu. Wisst ihr noch, wo ich euch erzählt hatte von dem Lotus, dass nichts und niemandem etwas anhaben kann, da wir Menschen uns auch unserem Herzen auch so trainieren sollten, wie bei einer Lotusblüte, dass wir reines Herzen sind und alles Schmutzige, alles Böse kann komplett an uns abprallen. Und jetzt geht's nach oben, da. Einmal hier draufhauen und alles Gute soll zu dir kommen und alles Böse vertreiben. Moment, 1, 2, 3. Nur Gutes kommt zu meiner Mama. Wir machen für euch mit. Und jetzt soll alles Gute zu uns kommen, Leute. Und alles Böse, Schlechte soll weggebräunt werden. Ich bin bereit. Da, die Treppen sind wir gerade hochgekommen, da seht ihr einerseits hier noch dieses ursprüngliche Bangkok und da drüben sieht man schon all die Hochhäuser, das moderne Bangkok. Und das ist eben das Tolle hier, finde ich, an dieser Stadt, dass das Neue und das Traditionelle ganz wunderbar miteinander, nebeneinander leben kann. Das ist das, was diese Stadt für mich so unglaublich spannend macht. Meine Mama fing mich schon hoch. Und jetzt gehen wir rein. Wir sind ganz oben angekommen. Und da sind wir angekommen, ganz oben in dem Tempelbereich, kurz vor dem Jedi-Bereich. Und auch hier seht ihr überall unseren Lehrmeister, unser Buddha. Und meine Mama ist schon wieder fleißig am Beten. Und das seht ihr, ich komme mal näher. Das sind Abbildungen von Tantratet Morogod. Das Smaragd, oder besser gesagt, Jade Buddha-Figur, den viele von euch auch aus Bad Pragerl kennen. Gut, gleich bete ich hier und dann nehme ich mir eine Lotusblüte. Und dann nehmen wir uns hier noch Räucherstäbchen. Nehmen wir uns hier noch Räucherstäbchen mit einer Kerze und Goldblättchen, was noch hier eingewickelt ist. Und jetzt gehen wir beten. Und hier in der großen Vase kommen dann die Lotusblumen rein. Die werden dann nicht weggeschmissen, sondern die werden gesammelt und kommen dann wieder vorne in den Eingang, damit die anderen Besucher es sich wieder nehmen können. Und da steht Tangkhun Sowang, das heißt der Weg zum Himmel. Und da geht's jetzt hin. Come, 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 come
Wir haben jetzt alle gemeinsam gebetet. Wir haben für alle Lebewesen, für alle Geister, die hier in dieser Welt, in einer anderen Welt, in diesem Universum, in einem anderen Universum gebetet. Und jetzt werden wir das Tuch einmal um diesen goldenen Jedi hier anbringen. Da geht es schon los. Erst kommt das gelbe Tuch und dann folgt danach das rote Tuch. Sunset in Bangkok. Die Sonne geht gerade unter und es ist einfach mehr als wunderschön. Und Leute, ich kann es kaum beschreiben. Ich bin gerade super emotional, denn ich freue mich total, dass meine Mama und ich heute an dieser Zeremonie teilgenommen haben. Und mir fehlen die Worte. Ich kann nur sagen, dass wir für uns allen gebetet haben. Und ich hoffe, dass all die Wünsche, all die guten Gedanken, all die guten Worte alle in Erfüllung gehen und uns alle immer beschützen mögen. Vielen, vielen Dank für alles.